Und da sind wir nochmal hier am wunderschönen Fluss Pra, zurück vom Zwölfersee. Dann waren wir gerade noch ein wenig shoppen. Und jetzt versuchen wir mal, die geilen Köder vom Zwölfersee hier in den ollen Pra reinzuballern. Also, ich bin zurück vom Zwölfersee, hab da in den letzten Tagen sehr viel rumgeangelt und ausprobiert und bin gerade wieder zurück hier am Pra. An der Stelle, wo ich zuletzt auch schon, wo ich immer angel am Pra in letzter Zeit. Also sagen wir mal hauptsächlich. Und ich schmeiß gerade oder seit ein paar Minuten den Tauwurm rein. Und das Ding, das lüppt. Aber das lüppt mal so richtig. Ich hatte die Tage im Chat schon mal gehört, hör mal, die Sterlitz, die beißen auch auf Tauwurm. Und da der Tauwurm nur mit einem, also Minimum, mit einem Zweierhaken funktioniert, ja, habe ich schon gedacht, Alter, da gehen aber bestimmt ein paar dicke Brocken dran. Aber was da hauptsächlich anbeißt, komm raus hier. Da ist er. Zack. Bam. Large Bream. Dicke, fette Brassen, Alten. Ja, Mann. Zack. Die rausballern. Next. Aber es beißen auch tatsächlich die Sterlitz. Oh, Mann, ey. Es ist so geil. Also es läuft schon richtig gut. Ich war jetzt hier bloß seit Mittag bin ich jetzt hier, habe jetzt gerade ein bisschen rumprobiert. Ich bin gespannt, was in der Nacht dran geht. Ob da vielleicht auch noch ein paar Welse beißen oder so auf den Tauwurm. Aber das werde ich erstmal schön ausgiebig ausnutzen. Heißt also, sobald man am 12er mal war, auch wenn man da vielleicht keine Lust hat auf dicke Brocken am 12er, ja. Hier ist es auch ganz angenehm und solange man den Fisch, auch wenn es was Größeres ist, hier an dieser gegenüberliegenden Schilfkante hält, das ist jetzt hier dieser Bereich, da ist ja alles okay. Man darf den Fisch halt nicht hier ausbrechen lassen, sobald er hier rumgeht, um diese Kante hier, ja, dann haut er in der Regel ab. Das ist schlecht. Und das ist der Kescher. Brassen, 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 Brassen. Jede Menge Brassen. Und ein paar Sterlitz sind dran. Die Montage habe ich immer noch, oder eigentlich wie auch sonst immer zusammengebaut. Komplett das 12er-Set, 12er-Route, 12er-Rolle, 12er-Schnur. Also die hochwertige 12er-Schnur, damit man hier auf der Spule auch genau 100 Meter hat. Bei der Spule sieht man genau... Also wenn man die 0,2er Schnurdicke verwendet, bekommt man 100 Meter drauf. Und das ist eben bei dieser grünen Schnur gegeben. 0,2er, 12 Kilo Tragfähigkeit. Dementsprechend 100 Meter auf der Spule hier. 11,4er Vorfach und den Zweierhaken, Medium Size. Und der Nightcrawler, der dicke, fette Tauwurm. Der macht's. Und es geht echt ganz gut ab. Es geht echt ganz gut ab. So, jetzt verkaufen wir das Ganze nochmal. Und dann stelle ich mich hier gleich nochmal hin für die Nacht. Gucken wir mal, was der Kescher jetzt so bringt. Ja, dadurch, dass das jetzt ratzfatz ging, das hat gar nicht lange gedauert, finde ich, sind 95 Silber ganz okay. Man kämpft mitunter natürlich ein bisschen mehr. Wobei das... Ja, bei den etwas größeren Sterlitz geht es erst richtig los. Aber von den XP und vom Geld her, da passt das schon. Gucken wir mal, was gleich in der Nacht noch bei ist. Tja, Hammer, also das läuft ja hier, ey. Das lüppt und lüppt und lüppt. Jetzt ist ja, ich komme noch nicht mal zum Abend. Jetzt ist schon wieder der nächste Kescher voll. Ist ja unangenehm. Komm raus hier, ey. Also, jetzt haben wir, ja, 8:30 am Abend.
nur wenige Stunden weiter und der Tauwurm lübt. Pumpen wir den nochmal eben raus, dann ist der Kescher wieder voll. So, zack. 3 Komma, der ist ein bisschen kleiner. Aber der Kescher ist voll. Zack. Und wieder verkaufen. 93. 95, 93. Genau. Man sieht vielleicht seinen Schwanz. Graspeik. Es hat tatsächlich ein kleiner Hecht angebissen. 600 Gramm Hecht hat gebissen. Catfish hat schon gebissen. Ich denke, da werden jetzt gleich in der Nacht noch ein paar mehr beißen. Wieder ein kleiner Sterlet und ein paar Large Bream. Und wenn die weiter beißen in der Kategorie, ist das schon echt gut, ey. 10, 12 Silber pro Fisch. Top. Verkaufen und auf die Nacht warten. Und es geht los hier in der Nacht. Es geht los in der Nacht. Den ersten Catfish schon reingezogen. Ja, 2,2 Kilo. Und ich glaube, das ist schon wieder jetzt ein Catfish. Der wiegt nicht so viel. Oder? Oh, oder vielleicht ein Zander? Ach, gucke mal. Wo ist er hin? Oh, ich glaube, das Vorfach ist kaputt gegangen. Ja, da war gerade dieser komische Sound. Krünks. Zack. Sehr gut. Und weiter geht's. Und es bimmelt schon wieder an allen Routen. Ein Zander ist sogar dran gegangen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn jetzt noch ein paar maßige Zander beißen. Nicht schlecht. Oh, ich werde hier schön mit den... später mit den großen Karpfenruten hingehen. Dreier-Vierer-Haken dann verwenden. Und dann mal gucken, was da so geht, ey. Da gehen bestimmt ein paar große Brocken. Und da haben wir den nächsten Wels. Ja. Da beißen jetzt eher die Welse hier am Abend. Ja, so gegen 20 Uhr ungefähr ging es dann los. Da war dann ungefähr der... oder kurz nach 8 war dann der erste Catfish. So. Maximal die Bremse zumachen. Also, nicht ganz zu, sondern soweit es geht. Dass sie noch gerade ein bisschen offen ist für zu dicke Fische. Und da kommt aber nochmal eine schöne Brasse rein. Sehr gut. Und dann gucken wir nochmal, was da noch so geht. Das ist krass. Das war mein letzter Tauwurm. Ja, also lübt. Ich habe noch zwei mögliche, also... hier ist ja schon einer wieder dran. Nur noch einer ist draußen. Und dann habe ich hier meine ganzen Tauwürmer durchgeballert. Nee. Das ist schon ein Ding. Also Leute, Tauwürmer kaufen. Ab zurück zum Fluss Pra. Alter, und einfach mal reinballern die Dinger. Geil. So. Den letzten lassen wir da noch ein bisschen liegen. Nochmal eben verkaufen. Dann war das 95, 93 und jetzt hier nochmal 25, 100, 200 Silber. Geil.